Junge, Junge, Junge. Uah. Ali, wir machen es mal. Dein ganzer Kopf ist nass. Komm, wir machen es mal zu. So. Klappe zu, Affe tot. Klappe zu, Ali trocken. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke. Ihr habt gesehen, der Ali hat sich gerade die Hände gewaschen und den Kopf gewaschen. Also, weiß ich nicht. Mag eure Katze Wasser oder nicht? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe mal wieder Post bekommen und ich wusste nicht, was das ist. Ich hatte Schiss, beziehungsweise hatte ich schon einen Streit mit Pupsi deswegen, weil die gesagt hat, alles ab, zocke hin und her. Ich habe gesagt, wart doch einfach mal ab. Jetzt habe ich abgewartet, ne, so 2 Tage später. Mann, jetzt ist das doch nass. Und dann habe ich das hier im Briefkasten gehabt, also im Postraum. Was das ist, möchte ich euch jetzt mal zeigen. Das habe ich nämlich aufgemacht und dann habe ich gesehen, was da drin ist, nämlich eine Maske. Aber nicht nur eine Maske, sondern 2. Maske. Aber nicht nur 2 Masken, sondern im Prinzip gleich nochmal 2 Masken. Wie ihr seht, Adi, das ist nichts für dich. Du kannst gucken, aber mehr nicht. Und neben den 4 Masken haben wir hier nochmal einen ganzen Sack voll Masken. Guckt euch das an. Das ist doch richtig genial. Also, wenn ihr noch eine Maske braucht, schreibt mich an. Dann könnt ihr die für 5 Euro erwerben. Ja. Schnubi, Schnubi, Schnubi. Nein, lass die Maske in Ruhe, geh weg, pfui. War natürlich Spaß, verkaufe ich natürlich nicht. Wenn meine Mama mal wieder eine braucht, kann ich ihr eine geben. Wenn Pupsi mal eine braucht, ich habe jetzt einen ganzen Vorrat, einen ganzen Sack voll. Ich brauche ja keinen, ich sitze ja immer nur hier auf meinem Klo. Da passiert mir ja nichts. Und das Ganze kommt nämlich vom Landratsamt Hildburghausen. Richtig genial, oder? Habt ihr auch schon mal Post vom Landratsamt bekommen? Bereitstellung von qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckungen für bedürftige Menschen in den Sozialleistungssystemen in Thüringen. Wenn ihr auch ein bedürftiger Mensch seid, schreibt es mal in die Kommentare. Hat der Natururin auch sowas bekommen? Sitzen wir vielleicht sogar im selben Boot, ne? Wie sieht's mit Fladdy aus? Ich frage einfach mal so dreist in die Runde. Hat Natururin, hast du auch so ein Päckchen bekommen, auch so Post bekommen? Sehr geehrte Damen und Herren, der Ministerpräsidentenkonferenz, Wirkung, geltende Corona, qualifiziert, medizinisch, Masken, FP2, Verkehrsmitteln, öffentliche Verkehrsmittel. Das Gute ist, wer in der Großstadt wohnt, kennt das vielleicht, ihr sitzt in der Straßenbahn, ihr sitzt im Bus, ihr sitzt im Zug, ihr sitzt im Hubschrauber, keine Ahnung, aber hier gibt's ja nichts. Ich sitze hier auf meinem Klo, dann gehe ich vielleicht mal ins Schlafzimmer, dann gehe ich vielleicht mal ins Wohnzimmer, ab und zu gehe ich mal in Rewe, um Pfand wegzubringen, aber öffentliche Verkehrsmittel habe ich ja eh nicht, ne, Arztpraxen braucht man ja nicht hin, ist ja Quatsch, ne, die sagen eh immer nur, ist eine Waschmittelallergie, egal was ihr habt, habt ihr euch ein Bein gebrochen, ist eine Waschmittelallergie. Geschäfte ist eine gute Sache. Bis jetzt war es so in Geschäften, vorhin auch wieder, wir waren einkaufen, hat mich die Frau mit dem Chokeslam gepackt. Und da habe ich gesagt, ich habe einen Attest. Dann hat die sich das Attest angeguckt. Und dann hat die gesagt, ist okay. Hat trotzdem noch einen Dropkick gemacht, ist dann aber weitergelaufen. Wie genau das jetzt alles ist, weiß ich nicht hin und her. Aber trotzdem ist es ja so, dass bedürftige Menschen sowas zugeschickt bekommen, finde ich eigentlich auch eine coole Sache. Also da muss ich wirklich den Staat mal loben. Wenn die schon so Maskenpflicht und alles und sonst was einführen und wenn die sich schon absichern wollen und abstützen, dass die auch Leute wie mich damit ausstatten und kostenlos so einen ganzen Bündel voll Masken bereitstellen. Wie sieht das bei euch aus? Tragt ihr auch eine Maske? Solltet ihr auf jeden Fall machen, um euch zu schützen, um andere zu schützen. Nehmt euch kein Beispiel an mir. Ich versuche mich immer rauszureden, weil ich immer sage, ich habe Asthma. Also in dem Sinne ist das keine Ausrede. Ich habe Asthma und dann bin ich auch noch fettleibig. Deswegen habe ich da immer Probleme. Trotzdem finde ich es an sich eine gute Sache, 4 solche Gassongas hier zugeschickt bekommen. Nicht nur die normalen OP-Masken, auch die richtigen FFP2. Adi freut sich auch. Der klaut nämlich immer meine. Immer wenn meine Mutter kommt, legt die mir eine neue Maske hin und sagt, hier, setz sie mal auf, Junge, spinnst wohl. Und dann kommt der Adi und nimmt die immer weg und das war's. Oh, der ist so eine richtige Diva, oder? Hier, Diva.
Diva! Guck, beiß doch rein, los jetzt! Ja, da guckst du, ne? Auf jeden Fall. 2,5 Millionen Masken aus Beständen des Landes. Ich habe mich gefreut. Ich habe gedacht, das kommt gar nicht mehr. Letztens habe ich nämlich nur einen Brief bekommen. Das war aber von den Krankenkassen. Da stand was drin, diese zwei Gutscheine. Dass man so einen Abholschein bekommen hat, dass man sich in der Apotheke für 2,06 € Masken abholen kann. Da ist Pupsi komplett durchgedreht. Ich habe gesagt, boah, voll die Abzocke. Normalerweise müsste das kostenlos sein. Jetzt kam dieses Paket noch an. Das andere kann man sich ja auch holen. Das ist ja nicht für immer, das ist ja nicht für ewig. Das wird ja auch mal verbraucht, wenn man das nutzt. Und wenn die mich schon so ausstatten mit den Sachen, möchte ich auch nicht so sein. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich ein Video draußen drehe, wenn ich unterwegs bin, egal wo ich bin, ob in der Innenstadt oder außen, werde ich mir mal so eine Maske aufziehen, werde damit dann das nächste Pokémon-Video machen, draußen an der frischen Luft. Denn wenn die sich schon die Mühe machen und das... Jetzt hat der Adi alles weggeschmissen. Wenn die sich schon die Mühe machen und das alles herschicken, würde ich natürlich das auch dankend entgegennehmen und mich und andere selber schützen. Auch wenn ich ja Asthma habe und eigentlich einen Attest, aber... Wenn das jeder akzeptiert, die Polizei, die akzeptiert es nicht. Die sagt in einer Gruppe von Leuten ohne Maske, die, die einen Attest haben, die kriegen eine Anzeige und die, die keinen Attest haben, die können einfach weitergehen. Also das habe ich immer noch nicht verstanden, egal. Das ist wieder eine andere Geschichte. Das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Ich kann euch nochmal einen Adi zeigen. Der möchte euch zum Abschied nämlich noch was zeigen. Zack, das hast du aber fein gemacht. Guck nochmal nach, ob alles sitzt. Passt das so? Verschauen muss man nichts. Super. Hast du fein gemacht. Oh, jetzt riecht's wieder nach Suppe. Das war's auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Euer Adi. Bleibt gesund. Und ich hoffe, irgendwann ist das alles vorbei. Und wir können mal irgendwas Cooles machen. Einfach sich treffen, zusammen grillen, chillen, Bierchen, killen, alles. Zusammen mal den ganzen C-Day verbringen. Oder irgendwas. Es wurde ja schon öfters mal gefragt. Auch gibt's auch mal ein Fan-Treffen oder so. Weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall noch viele Leute auf meiner Liste, die ich gerne unbedingt persönlich kennenlernen möchte. Falco, Gabriel und den Biala kenne ich ja. Aber Hannes, wir warten schon so lange, dass das passt, dass der Hannes mal vorbeikommen kann und wir zusammen hier eine WrestleMania gucken oder einen Royal Rumble oder irgendwas. Aber leider passt es nicht. Leider wird immer wieder ein Strich durch die Rechnung gemacht. Aber... ich hoffe, irgendwann ist das vorbei. Irgendwann ist ein normales Leben wieder notwendig. Wer von euch hat auch so ein Paket bekommen? Outet euch, schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.